Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Ausgabe der alten Schule, der Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobils. Ich muss heute mit einer kurzen Geschichte starten, denn ich war gerade auf einer Hochzeit eingeladen und zu Gast war auch Jackie X. Ich habe kurz mit ihm sprechen können und habe ihn von meinem Podcast erzählt. Und natürlich spricht er kein Deutsch und ich mäßig Französisch und da wollte ich ihm nicht gleich das Mikro ans Revers heften und eine Folge aufnehmen. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich schon viele ehemalige Kollegen aus seiner persönlichen Vergangenheit interviewt habe, die mir alle ihre besten Geschichten erzählen. Woraufhin er mich unterbrach und sagte, dass sie sicher nicht ihre besten Geschichten erzählen würden, denn die behält jeder von uns für sich. So, wissen wir Bescheid. Dann meinte er, dass ich ja ganz elegant aussehe in meinem Anzug, um sich dann sofort mit folgendem Satz meiner Frau zuzuwenden. Ja, aber ich stehe eher auf Frauen und ich kann es dir auch beweisen, wenn du möchtest. Ich habe Glück gehabt, sie hat sich dann doch weiterhin für mich entschieden. Aber Jackie X hat wirklich eine ganz besondere Aura und das ist auf der Feier nicht nur mir aufgefallen. Übrigens habe ich auch meinen heutigen Gast gefragt, welcher Rennfahrer den größten Eindruck auf ihn gemacht hat und bei ihm war es Jackie X. Vielleicht hat er sich ja auch ein paar Flirt-Tipps von ihm abschauen können. Mein Gast heute ist übrigens Eckhard Schimpf und vielleicht wisst ihr nicht sofort, wer das ist, das macht aber gar nichts, denn er ist zwar etliche Rennen und das mit großem Erfolg gefahren, aber er sieht sich nicht als Profi, denn er ist eigentlich Journalist und Buchautor, hat aber einen ganz besonderen, Nebenjob gehabt. Er hat nämlich die Sponsorengelder von Jägermeister im Motorsport verteilt und dadurch mit gefühlt jedem großen Rennfahrer schon mal zusammengearbeitet und ist auch heute noch mit vielen eng befreundet. Was für ein Glück man haben kann, oder? Wir haben auch Glück, denn er teilt zumindest die Geschichten, die er mit Ihnen erlebt hat, mit uns. Viel Spaß jetzt mit einer neuen Ausgabe Alte Schule mit Eckhard Schimpf. Herr Schimpf, wir sitzen hier in einer neu aufgebauten Werkstatt, umgeben von den tollsten Rennautos im Jägermeister-Design. Ich sehe hier einen BMW CSL, wo Lauda draufsteht, Porsche 956, Formel-1-Autos, ein altes Royal-Auto, ein Ford, ein Porsche 914, Porsche RSR, gegenüber eine Werkstatt mit fantastischen Autos, die neu aufgebaut werden. Was ist das hier genau für ein Projekt? Das ist 72 Stack Power. Der Begriff zielt auf zweierlei hin. 1972 habe ich das Jägermeister Racing Team gründen können und Stack Power, amerikanisch der Hirsch, ein besonders prächtiger Hirsch, also Hirschpower. Das ist eine Sammlung, die unsere Familie ins Leben gerufen hat und die sich zum Ziel gesetzt hat, die alten Rennwagen der Jägermeisterzeit zurückzuerwerben und wieder einzusetzen. Wobei man natürlich wissen muss, Jägermeister beteiligt sich nicht mehr am Motorsport. Man hat 2001 eine freiwillige Selbstbeschränkung sich auferlegt, also keine Werbung für Alkohol im Motorsport, auch nicht auf Trikots, aber die alten Rennwagen haben natürlich ihren ganz besonderen Charme und die haben wir versucht, wenn ich sage wir, dann ist das die Familie, haben wir versucht zurückzuerwerben und das ist uns zum großen Teil gelungen. Die erste Phase war so, dass wir also im Verborgenen die Rennwagen aufgespürt haben und jetzt sind es also 16, 17 Rennwagen, die hier uns umgeben. Und die hin und wieder mal eingesetzt werden, in Goodwood, bei Schloss Dieck Classic. Wir wollen mit diesen Autos keine Rennen fahren, aber wir wollen sie rollen lassen. Deshalb sind sie auch alle ready to race, sie sind rennfertig. Aber wir möchten sie nicht riskieren, dass sie kaputt gefahren werden. Es ist eigentlich historische Substanz und eine Antiquität, eine rollende, und die wollen wir nicht riskieren. Also wir setzen die Autos ein und bevorzugt versuchen wir, die alten Fahrer zu gewinnen, wie Stuck. Hans Stuck ist Stammgast hier und Freund des Hauses, mit uns befreundet, mit mir befreundet. Und wir freuen uns immer, wenn er mal wieder ins Auto steigt, auch andere Fahrer wie Harald Groß, Jochen Maas, Derek Bell, die alle noch fahren, John Fitzpatrick. Das sind alles Freunde aus alter Zeit, auch alles Fahrer, die in Jägermeister-Autos gesessen haben. Und so wollen wir die Tradition ein bisschen weitertragen. Tolle Namen, die Sie jetzt gerade schon genannt haben, auf die wir auch gleich noch ein bisschen zurückkommen werden. Nun ist es ja nicht so der naheliegendste Schritt, dass man als Schnapsbrenner sagt, jetzt gestalten wir Rennautos um.
Sie sind selber als Rennfahrer unterwegs gewesen, als Hobbyrennfahrer. Und so ist es zur Rennerei gekommen. Aber Sie waren kein Profi oder das war auch nie Ihr... Nein, ich war nie Profi, aber ich war immer begeistert, habe mich immer für Motorsport begeistert. Und dieses Rennmotorrad, was Sie da hinten stehen sehen, diese silbergraue DKW-Kompressor, das war eigentlich der Auslöser für den Motorsport Bacillus, der in mir wucherte. 1948, da war ich 10 Jahre alt. Da fiel beim Prinzenparkrennen diese Maschine genau vor mir fiel aus. Der Fahrer stürzte nicht, sondern er hatte irgendwie einen Kerzenschaden oder sonst was. Jedenfalls stand er vor uns. Ich war mit ein paar Schulfreunden an der Rennstrecke des Prinzenparkrennens hier in Braunschweig. Und wir standen also ganz gebannt und begeistert vor diesem Motorrad. Das Rennen war dann vorbei und wir sagten zu dem Rennfahrer, Kurt Kuhnke hieß der, dürfen wir die Maschine ins Fahrerlager schieben? Und er sagte, ja, verbrennt euch aber nicht die Finger am Auspuff. Und ich habe noch heute das Gefühl in meinem Bewusstsein, wie ich also an diesem Lenker schieben durfte. Ja, waren noch 10 andere um mich rum, die auch schoben hier an diesem Motorrad. Und wir schoben das Motorrad dann ein paar hundert Meter weiter ins Fahrerlager. Und es keimte in mir sofort der Gedanke zu sagen, also du musst mal Motorradrennfahrer werden, nicht? Also an Rennfahrer, an Autos habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Damals waren Motorradrennen meine Leidenschaft, dann auch später. Und dieses Motorrad, das so viel auslöste in mir, das sah ich nach etwa 35 Jahren wieder. Und zwar war ich bei einem befreundeten Anwalt, der Spezialist war für Möbel und Schränke. Und die wollte er mir mal zeigen. Und wir fuhren in eine Scheune hier in der Nähe von Braunschweig in Appelnstedt. Und stand also vor den Schränken rum und ich sage, was ist denn da hinten noch in dem Raum? Ja, sagt er, da habe ich eine Sammlung von 100 Motorrädern. Aber ich verstehe nicht viel davon, aber die habe ich von einem Kiesgrubenbesitzer übernommen. Und sind wir also da rein und dann sah ich da hinten das silbergraue Ding, völlig desolat im Zustand. Und ich sage, dieses Motorrad muss ich haben. Sagt er, ja, ist nicht billig. Was man so sagt, wenn jemand was haben will. Was man so sagt. Ne? Das war natürlich falsch, meine Leidenschaft zu zeigen. Und ich habe für dieses Motorrad dann 11.500 Mark bezahlt. Und das war 1980, war das eine Menge Geld. Okay. Und ich erzähle die Geschichte deshalb gerne, weil mein Sohn damals Motorräder restaurierte. Der war damals 16. Er hatte schon im Kinderzimmer Motorräder auseinandergenommen und also wir also hin, holen dieses Motorrad ab. Normalerweise kosteten diese Motorräder, die wir damals hatten, die kosteten so 300 Mark, 400 Mark, 500 Mark. So, wir kamen also auf dem Hänger mit der DKW-Kompressor, mit den Teilen, die von diesem Motorrad über waren, kamen wir nach Hause. Meine Frau war gerade vor dem Haus und fegte da irgendwie rum und sagte, na, habt ihr wieder ein Motorrad? Ja, und er sagt, oh, schönes Motorrad, was hat das denn gekostet? Ja, habe ich gesagt, muss ich dir erklären, das hat eine besondere Bedeutung. Ich will nicht, Bedeutung, was hat da doch? Ich sage, 11.500 Mark. Was? Wir haben eine Waschmaschine, in den Gardinen und im Garten ist oder am Dach und dies und die sparen. 11.500 Mark. Also war der Haussegen für eine gewisse Zeit ein bisschen gefährdet. Und ja, wir haben das Motorrad, hat mein Sohn dann restauriert. Heute steht es wunderschön da. Aber auch nur, weil auch der VW-Konzern geholfen hat. Die Entwicklungsabteilung hat diese Kompressortechnik wieder zum Laufen gebracht. Der waren wir nicht gewachsen. Und VW hat also geholfen, dieses Motorrad wieder rennfertig zu machen. Und dieses Motorrad habe ich gern um mich. Denn wenn das Motorrad vielleicht nicht gewesen wäre, dann wäre ich auch nicht Motorsport-Fan gewesen. Um auf Ihre Frage zu kommen, ich hatte kein Geld damals und ich fuhr immer mal Rallyes, wurde als Beifahrer mitgenommen von irgendwelchen Leuten und hatte in frühen Jahren schon einen freundschaftlichen Kontakt zu Kurt Ahrens. Kurt Ahrens Senior war ein erfolgreicher Speedway-Rennfahrer, Motorradrennfahrer und fuhr dann auch Wagenrennen auf 300 SL, auf Cooper und auf Alfa Romeo, also in dieser Garage von den Ahrens, da schoben sich die Kostbarkeiten hin und her, die ballten sich da, Mini Cooper und alles, was damals so Ende der 50er Jahre aktuell war. Und der Vater Ahrens sagte dann zu mir, ja, willst du nicht auch mal fahren? Ja,
Formel Junior bin ich dann eingestiegen. Das Glück muss man haben. Und fuhr ein Lotus 18, so kam das so ein bisschen in Gang. Und ich habe dann die nächsten Jahre, Kurt Ahrens selber, wir sprechen von dem Namen Ahrens, wurde ja ein super, super Rennfahrer, ein Weltklasse-Rennfahrer. Aber auch schon eine Folge aufgenommen. Par excellence der erste 917-Sieg vor 50 Jahren, das war er, der den rausfuhr mit Joe Siffert zusammen. Ja. Er war ein grandioser Fahrer. Übrigens der Einzige, der es abgelehnt hat, Formel 1 zu fahren. Jack Brabham hat ihn das mal angeboten. Und noch eine bemerkenswerte Sache bei Kurt Ahrens. Das Gespräch ufert etwas aus. Kurt Ahrens war einer, der im Alter von 30 mit Jahren hat er gesagt, ich höre auf. Ich erinnere mich noch, wie wir bei ihm im Büro saßen. Ich sage, warum willst du denn nicht weitermachen? Ne? Nein, sagt er, ich will überleben. Und er und ich, wir haben mal ein Programm zur Hand genommen von 1964. Und da war tatsächlich die Hälfte der Fahrer waren nicht mehr dabei. Die waren tödlich verunglückt. Ja. Also das war schon eine Zeit, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die Öffentlichkeit würde sowas heute gar nicht mehr tolerieren. Und dass er damals sagte, ich will überleben, das war schon ein starker Spruch. Ich ging dann auch 1972, war mein erster Anruf bei ihm. Ich sagte, Kurtchen, wir haben einen Sponsor geworden, wir haben Jägermeister jetzt. Du kannst dir einen schönen Wagen kaufen. Er sagt, nein, ich will nicht mehr. Ja, ja, auf Ihre Frage kommt, ich habe mich so durchgehangelt in den 60er Jahren. Ich war ja Journalist und es ergab sich immer mal eine Möglichkeit, Rennen zu fahren. Jemand suchte für 6-Stunden-Rennen einen zweiten Fahrer. Ja, diese Rennen waren ja mit Fahrerwechsel oft 500-Kilometer-Rennen. Und so fuhr ich immer weiter, fuhr mal Rallyes, fuhr mal dies. Aber das richtige Racing, das begann 1972. Und wenn Sie die Geschichte nicht langweilt, es war so, ich habe mit einem 914-6 die Rallye Monte Carlo fahren wollen und merkte, dass mein Kassenbestand etwas niedrig war und ging zu meinem Cousin Günter Mast. Günter war der Geschäftsführer damals des Unternehmens und sagte, Günter, hast du nicht mal 500 Mark für mich vielleicht? Ich brauche ein bisschen Benzingeld und das Nenngeld ist teuer, ich will die Rallye Monte Carlo fahren. Und da sagte er, 500, dann nimm mal 1000. Und du hast mir ja erzählt, es ist auf Rennwagen jetzt Werbung erlaubt. Dann komm doch nach der Rallye, die du da fährst, kommst du noch mal wieder und dann reden wir mal über diese ganze Sache, was wir daraus machen können. Und wir konnten dann tatsächlich was draus machen. Ich kam nach der Rallye zu ihm und er sagte, ja, du verpflichte doch so einen Starrennfahrer und dann immer so ein Rudel von Rennwagen drumherum und du ja selber kaufst du auch einen Rennwagen, den du haben willst. Egal was es ist, kaufst du. Ja, wie betäubt habe ich das Büro verlassen. Ja. Und ich dachte, 914 bist du gewohnt, ja? Also nimmst den, den ich in der zahmen Straßenversion und Rallye-Version gefahren hatte, den nimmst du als Rennwagen. Und da erwarb ich bei Max Moritz den damals, so sagte man, schnellsten 914-6 in Europa. Der war in Le Mans gelaufen, hatte das 1000-Kilometer-Rennen, die Klasse gewonnen 1971 und den Spa gewonnen. Und dieses Auto habe ich dann erworben und bin 2 Jahre damit gefahren. So begann meine etwas intensivere Rennlaufbahn. Ne? Und im Jahr 1974 war mir dann das Ding zu langsam und da kam gerade der Porsche Carrera RSR auf die Rennstrecken, ein tolles Auto mit einem 3-Liter Saugmotor und etwa 320 PS. Und Jägermeister kaufte also auch das Auto für mich und der 14er wurde weggegeben. In diesem Carrera RSR bewegte man sich natürlich schon auf einem gehobenen Level. Damit will ich sagen, da fuhren natürlich schon richtige Asse. Bob Wolleck und Clemens Schickentanz und Hans Heyer und Klaus Ludwig und Manfred Schurti, John Fitzpatrick. Also es war schon eine richtig gute Truppe beieinander. Und das war das Jahr, wo ich Demut gelernt habe im Motorsport. Ich konnte nämlich sehen, wenn zum Beispiel Derek Bell in mein Auto stieg, wie es beim 1000-Kilometer-Rennen mal war, und dann sah man also Menschenskinder, wo nehmen die Sekunde oder die 2 Sekunden oder die 5 Sekunden her, die schneller sind als du. Und ich merkte, wie hochprofessionell diese Leute arbeiten, wie die sich konditionieren vom Kopf her. Davon habe ich viel profitiert und sehr viel lernen können. Ich habe diese Zeit genossen.
Und insgesamt sind da also ein paar hundert Rennen rausgekommen, die ich gefahren habe. Und ich kann sagen, ich hatte auch bestimmte Erfolge und habe aber gesehen, wie anspruchsvoll Racing sein kann. Ist das auch so, dass Sie von der technischen Seite gemerkt haben, wenn die Profis ein Auto einstellen und sagen, die Federn müssen härter oder ich brauche die und die Reifenmischung, dass Sie auch schneller waren mit dem Auto danach? Ja, dieses technische Denken, was ich habe lernen können, vor allen Dingen, was Lauda vielleicht kultiviert hat besonders, das war bei mir natürlich nicht ausgeprägt. Ich konnte auch ein Auto nicht weiterentwickeln. Das war sicherlich auch ein Nachteil, der dazu beigetragen hat, dass ich nicht schnell genug war. Ich konnte mir das abgucken oder konnte die fragen, sagen, was hat der Helmut Kellners für Federn drin oder was hat er für ein Stabi drin oder was hat er für eine Übersetzung drin. Aber das war es noch nicht alleine. Mein zweites Manko war, dass ich keine Kondition hatte. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen, was es bedeutet, diese Autos zu fahren von damals. Die hatten keine Servobremse, keine Servolenkung, die hatten enorm dicke Reifen. Da war ein Kraftaufwand nötig, ungeheuer. Und dann herrschte eine Hitze in diesen Autos. Ja. Da war ja nichts mit Belüftung und irgendwelchen Sachen. Die fahren ja heute, das ist ja Salon. Klimatisierte Overalls und alles. Die, ne? Mit das, gekühlten Overalls. Ja. Ja. Wenn ich also, ich habe ja sehr gern, wenn ich auf der Nordschleife des Nürburgrings gefahren, da habe ich bestimmt 40 Rennen gefahren, 10, 11 mal 1000 Kilometer Rennen. Wenn ich bei diesem 1000 Kilometer Rennen meinen Turn fuhr, also das waren so 10 Runden, dann war der Tank leer. Ja? 120 Liter im Tank, so etwa war das. Das war, da war ich an der Grenze. Und da gab es eben Leute, die hochtrainiert und athletisch waren. Jochen Maas, der war ja ein Bilderbuchathlet. Oder auch Stuck, der hatte eine Wahnsinnskondition. Oder auch andere, die fuhren da zwei Turns hintereinander in Le Mans auch oder drei oder vier die ganze Nacht durch. Ja, ich hätte das nie gekonnt. Und bei Bergrennen war das ein bisschen was anderes. Und bei Bergrennen konnte ich dann auch, das merkte ich, das war wie der Sprint. Ja, da konntest du auch gute Leute mal besiegen oder hinter dir lassen. Aber das war auch nicht meine, das war auch gar nicht meine Intention, irgendwo zu siegen und sowas. Es war mir einfach wichtig, dabei zu sein, weil das eine tolle Atmosphäre war. Und das war ja auch ein bisschen Challenge für die eigene Persönlichkeit. Man tat etwas. Das war eben nicht Ping-Pong spielen. Das war schon eine handfeste Sache. Aber das ist natürlich auch der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, Extended-Hobby-Rennfahrer und einem Profi. Die Profis können tagsüber ihre Konditionen trainieren und sie sind ja noch einem Beruf nachgegangen. Das kommt ja, dazu. Ich bin einem Beruf nachgegangen, das war das eine. Aber es fuhren damals, also reine Profis gab es auch nicht so sehr viele. Ja, sagen wir mal, ein Hans Heyer, der hat einen Straßenbaubetrieb. Ja. Bob Wolleck, der leitete eine Mercedes-Vertretung in Straßburg. Schurti war bei der Landesregierung in Liechtenstein Angestellter beim TÜV. Also die hatten alle einen Beruf. Also die wenigsten waren reine Racer. Die wenigsten in dieser Phase. Das hatte sich später geändert. Damals war es also noch so, dass man einen Beruf hatte. Ja. Man konnte also sozusagen Hobby-Rennfahrer, sagen wir, ich würde eher sagen Amateur und Profi. Damals waren es sehr viele Amateure, selbst in der Formel 1 noch. Ja? Wahnsinn. Das Profiteam, diese Profi-Rennerei, die wurde erst so Ende der 70er, in den 80er Jahren wurde die normal. Aber vorher war das schon ein bisschen schwer gemischt mit Schwergewicht-Amateure. Es gab einen Ernst Maring, der sein erstes Rennen in der Formel 1 bestritten hat. Ja, der Ernst. Ernst saß ja bei uns hier mit am Tisch. Er war ein begabter Techniker. Das weiß ich noch, wie das vor sich ging. Er wollte sofort in die höchste Liga. Ja. Und es gab hier einen Kaufmann, der hatte die ganze Konkursmasse von Borgward aufgekauft und hatte die ganzen Motoren, Prüfstände, Getriebe, alles Mögliche hier in Braunschweig. Und Maring und sein Freund Kuhnke hatten sich in den Kopf gesetzt, mit diesem Borgward-Motor in der Formel 1 mitzuhalten. Die Formel 1 war in den Jahren 1961 bis 65 auf 1,5 Liter Hubraum begrenzt. Und dieser Borgward-Motor hatte zuvor in Sportwagenrennen, aber auch in der Formel 2 unter Stirling Moss beachtliche Leistungen gezeigt. So konnte man sich ausrechnen, also so schlecht ist das nicht. Aber es war eben für Amateure drei Klassen zu hoch.
sich dahin zu wagen und sagen, wir bauen in Braunschweig ein Auto zusammen und das fährt dann in der Formel 1 mit. Und Marc war aber nicht davon abzubringen. Und der Ernst, der nachher ja wunderbare Rennwagen hat bauen können, diese Marco, Formel 3 und Formel 2 Rennwagen, der startete also tatsächlich seine Motorsportkarriere in der Formel 1. Und aber schnell gesehen, er kommt finanziell an seine Grenzen und auch von der Technik. Da war das Thema vorbei und er widmete sich dann in seiner Werkstatt hier dem Formel 3 Rennwagen und hat tolle Rennwagen gebaut. Ganz erfolgreich, ja. Aber eine verrückte Geschichte, in der Formel 1 anzufangen. Bleiben wir ein bisschen bei der Formel 1 und bei der Jägermeister-Geschichte. Sie haben da das Geld bekommen von Ihrem Cousin. Kann man da Zahlen nennen? Was war so das erste Budget, das erste Jahr, wo es losging? Ich würde sagen 300.000 Mark. 300.000 Mark, Anfang der 70er, das war also richtig schon mal ein Haufen Geld. Mark. Graham Hill kostete den Formel 2 mit Graham Hill, der war ja Weltmeister gewesen vorher, Indianapolis gewonnen, fünfmal Monte Carlo Grand Prix gewonnen, das war ja ein Star der Branche. Ja. Und der kriegte für die Formel 2-Saison 170.000 Mark. Und ich weiß noch, wie er hier mit seinem Flugzeug ankam. Wir verhandelten dann, Günter Mast, Graham Hill und ich, wir saßen am Tisch und dann sagte er, ja, ich habe gelesen in der Times, Sie haben ein Pferd gekauft und Jägermeister umgetauft, dieses Pferd, und Sie haben dafür 300.000 Mark hingelegt. Also das bin ich doch wohl auch wert. Und dann sagte Günter, nein, also Motorsport ist was anderes und so, also mehr als 180.000 gehen wir dafür nicht aus. Und Graham Hill sagte dann, verstehe, das Pferd hat vier Beine, ich habe ja nur zwei. Ne? Und der ist dann Formel 2 für Jägermeister eine ganze Saison gefahren, ja. 10 Rennen, glaube ich. Ja, die ganze Saison und gewann auch in Monza den Grand Prix für Formel 2. Und kam dann natürlich am Ende des Jahres an und sagte, er wollte Formel 1 fahren. Und dann musste man immer sagen, und so war es ja damals, 80% oder 90% des Jägermeisterverkaufs fanden in Deutschland statt. Hm. International spielte die Marke keine Rolle. Insofern war es damals so, dass wir sagten, also das hat keinen Zweck. Wir können nicht in Japan, in den USA, in Südafrika fahren, da kennt kein Mensch, in England auch nicht, auch nicht in Frankreich. Da kennt kein Mensch, Formel 1-Länder, ne? Kennt kein Mensch Jägermeister, also es hat gar keinen Sinn. Und das blieb also auch in den nächsten Jahren so. Als es dann möglich gewesen wäre, in den 90er Jahren, da waren die Preise schon so weggezogen, dass ein Mittelständler wie Jägermeister natürlich diese Millionensummen, die damals Marlboro und solche Giganten Klar. in die Formel 1 steckten, das war nicht mehr realisierbar. Insofern blieb Jägermeister also immer ein Motorsportpartner, der alle Klassen beschickte, vom kleinen Polo und Auto Bianchi und Trabi bis nach oben, aber niemals Formel 1. Niemals ist nicht ganz richtig. Wir hatten ja einen Vertrag mit Hans Stuck. Stuck war unser Meisterpilot, unser bevorzugter, beliebter Fahrer. Und weil er für uns in der Formel 2 fuhr mit dem orangefarbenen Auto, haben wir gesagt, na gut, den deutschen Grand Prix, den sponsern wir denn auch. Und das war unser Arrangement mit Max Mosley, einer der Besitzer von March. Wir haben mit March 5 Jahre wunderbar zusammengearbeitet und damals, heute gar nicht mehr vorstellbar, dass ich mit einem Mann wie Max Mosley verhandelte und sagte, Max, was willst du haben für den Start bei der Formel 1? Dann sagte er, 50.000 kostet das. Und dann haben wir das mit Handschlag. Dann haben wir uns die Hand gegeben und dann war der Deal komplett. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ich war gar nicht in der Firma drin. Ja? Ich war ja Externer. Mhm. Ich arbeitete als Journalist, ja? Machte das also nebenbei und hatte auch das Vertrauen dieses Unternehmens. Die sagten, na, der hat Ahnung von, lass den mal machen. Ja? Und ich ging dann in die Firma, dann wurde das bestätigt. Sehr geehrter Herr Mosley, wie mit unserem Herrn Schimpf besprochen, bestätigen wir ihn wie folgt. Ja, Sie fahren den großen Preis von Deutschland und erhalten dafür 50.000. Ja, stellen alle Werbeflächen am Fahrzeug uns für unsere Werbung zur Verfügung. Ja, so lief das etwa. Heute wären das Vertragswerke von 140 Seiten, ja. Um so ein Engagement zu besiegeln, in der DTM oder in der WM. Ja? Wahnsinn eigentlich. War ihm damals anders. Gleichzeitig oder kurz überschneidend haben Sie auch angefangen, Alpina zu sponsern, die damals sehr erfolgreich den 3-Liter
CSL eingesetzt haben. Fantastisches Auto mit einem späteren Formel 1 da. Vielleicht können Sie über das Engagement mal ein bisschen was erzählen. Wir hatten 72, also war Graham Hill unser Fahrer. Und als sich die Pläne für ihn, die Pläne zerschlugen, uns in die Formel 1 zu locken, orientierte er sich anders. Formel 2 wollte er nicht mehr fahren. So, und nun ergab sich die Situation, dass wir bei Alpina einsteigen konnten. Alpina, BMW, Burkhard Bovensiepen hatte damals ein fantastisches Auto gebaut mit seinen Ingenieuren Gerd Hack und Fritz Indra. Dieses Auto war also top und gewann gleich den ersten Lauf zur Europa-Tourenwagenmeisterschaft in Monza. Und wir stiegen also etwas zeitversetzt im Mai ein und fuhren also Alpina. Das war also der Zeitpunkt, wo ich Lauda etwas näher kennenlernte. Natürlich hatte ich ihn früher schon gesehen und war ihm begegnet. Gab es eine schöne Geschichte, als er 72 auf Sponsorsuche war, klingelte mal abends am Heiligen Abend bei mir das Telefon. Am Heiligen Abend, man muss sich das so vorstellen, der Lichterbaum brennt, ja, vielleicht lief eine platte Stille Nacht oder so, ich weiß es nicht. Man hofft auf den Weihnachtsmann. Ja. Mein Sohn war 8 Jahre alt, also alles schön angezogen, Spielsachen lagen da und alles mögliche. Telefon klingelt, ja. Mein Sohn rennt also ran und dachte, es ist die Oma, die wollte fragen, was hat der Weihnachtsmann gebracht. Das war aber Niki Lauda, ja. Und ich also ran, ich sage, wo bist du denn? Ja, ich bin in London. Ich sage, was in London und was machst du da? Ja, ich komme von Louis Stanley, BRM. Ich kann also BRM fahren 1973, aber ich brauche Geld. Hab da nicht Geld. Dann musste ich wieder mein Sprüchlein aufsagen. Also Jägermeister Deutschland, Italien, Österreich, ja, aber ansonsten weltweit ist nichts. Also das machen die nicht und das passt auch nicht ins das Konzept. Na gut, denn da habe ich noch gefragt, wo bist du denn? Was machst du denn? Ja, mein Flieger geht morgen früh um 6. Ja, da war der also abends um 8 am Heiligen Abend am Flughafen Heathrow in London. Ja, und dann brachte er die Nacht da irgendwie zu. Diese Ausrichtung auf Racing, die wird ja aus dieser Facette auch deutlich. Der Kerl war ja so fixiert auf Rennen, ja. Und das war eben Lauda. Das war so einer der ersten Kontakte. Und wir haben damals dann natürlich auch 73 später immer noch Kontakt gehabt und ich erinnere mich noch genau beim Großen Preis von Deutschland 1973. Er hatte für uns also das 24-Stunden-Rennen gewonnen und hat tolle Leistungen auf dem Nürburgring erbracht und fuhr beim Flugplatzrennen in Diepholz. Und dann sage ich ja, Niki, was machen wir denn nächstes Jahr? Können wir irgendwas wieder machen und so? Und dann sagte er, ich habe bei einer Firma im Süden unterschrieben. Und da, ich darf aber noch nicht sagen, wer es ist, da war mir klar, also Niki fährt Ferrari, ne? Das war dann auch 74 der Fall. Und das war ja der Beginn einer Riesenkarriere. Ne? Wobei dieser Mann, dieser Niki, für mich der Prototyp eines modernen Rennfahrers war. Was will ich damit sagen? Modern in der Hinsicht, wie es später Ayrton Senna und Michael Schumacher auch waren. Er war der Erste, der versuchte, mit den Technikern auf einem Level zu diskutieren. Mhm. Er versuchte, sich ingenieursmäßiges Denken anzueignen. Und das war auch sichtbar. Sichtbar so, dass beispielsweise nach dem Training Hans Stuck zum Beispiel, der stieg aus dem Auto, sagte Horrido und bis morgen und verschwand mit irgendeinem hübschen Mädchen an der Hand, ja. Und Niki Lauda saß eben tatsächlich noch abends am Nürburgring in der Garage um 11 auf dem Benzinkanister und guckte zu, was die Leute machen am Auto und diskutierte mit ihnen und versuchte, sich reinzudenken. Wenn ich jetzt das mache und so und die Federn so und Abstimmungen. Also ich glaube, dass diese Denke, die er für sich entwickelt hat, die war maßgebend für seine Erfolge. Natürlich war er ein hervorragender Fahrer, ein mutiger Fahrer. Aber das waren andere auch. Aber dieses, die Autos vorzubereiten und auf so ein Finish zu bringen und in dem Austausch zu sein mit den Ingenieuren, das war seine Stärke. Er war ja ein hochintelligenter Bursche. Und er konnte also all diese Dinge durchdenken, ein Auto weiterzuentwickeln. Ne? Das war der Unterschied zwischen ihm und anderen. Und anderen, ne? Genau. Alan Prost war nachher auch so einer. Senna sowieso. Schumacher auf hohem Niveau auch. Ja. Heute müssen die alle so sein. Ja? Aber das war damals ungewöhnlich.
Leute wie Ronnie Patterson, ja, die konnten eigentlich nur Gas geben. Ich erinnere mich, dass die Mechaniker von Ronnie Patterson mal aus Spaß haben die einen Stoßdämpfer ausgehängt und haben ihn dann auf eine Runde geschickt. Nicht auf den Nürburgring, war irgendwo anders, ja. Und dann haben sie gefragt, Ronny, wie ist das Auto? Das ist in Ordnung, ja. Das hat er gar nicht gemerkt, ja. Er fuhr also mit jedem Auto schnell, egal wie es abgestimmt war. Und er selber konnte es ja nicht abstimmen. Er musste sich immer auf andere verlassen. Das sind so diese Vollblut-Rennfahrer, die es damals gab. Die fuhren aus dem Off, fuhren die vorne, ja. Aber mit hohem Risiko. Und oft ist das ja dann auch schiefgegangen. Sie haben auch Niki Lauda gleich als technisch Interessierten, aber damals aus der Not heraus Menschen kennengelernt, dass er unterm Auto lag, unter diesem Alpina, als Sie ihn das erste Mal überhaupt gesehen haben, weil er die Technik selber kontrollieren musste. Es war ein Alpina, da lag er drunter und ich sah eigentlich nur die Füße. Ja, und dann kroch er unter, ich sah, nice, alles in Ordnung. Nix ist in Ordnung, sagte er. Der Burkhardt hat den guten Motor dem belgischen Schistler gegeben. Ich sage, wer ist der belgische Schistler? Wusste ich denn, aber erfuhr, ach so, ja, da war ein sehr betuchter belgischer Privatfahrer, der hatte den Top-Motor bekommen, ja, und auch die Top-Reifen. Das ist typisch für Niki, also erstmal die Technik und dann hat er sich furchtbar aufgeregt, dass der Burkhardt Bovensiepen ihm nicht den Top-Motor gibt. Und dann fing er gleich an, vom Geld zu reden. Sagte, du kannst ja nicht dafür sorgen, dass ich 500 Mark pro Start mehr bekomme. Und dann gingen wir also beide zu Bovensiepen. Da wurde das erste Problem besprochen. Ich sagte, warum kriegt er denn nicht den guten Motor eigentlich? Und dann sagte der, Niki, du bist so gut, du brauchst den guten Motor gar nicht. Du gewinnst auch so. Das war denn auch so. Ja. Und mit dem Geld. Ich sage, ja, also wir können doch da irgendwie was machen. Der kriegt 5.000 Mark pro Start. Das ist doch genug. Der braucht nicht noch 500 mehr. Ja, so ging das. Das war mein erstes Gespräch. Dieses Dreiergespräch mit Bovensiepen und Lauda in Spa. Und das Geld, was er verdiente, also kriegt er ein gewisses Startgeld. Er war auch beteiligt an den Prämien und an den Preisgeldern, die von irgendwo herkamen, von der Industrie. Das schaufelte er alles zu BRM. Da war er Formel-1-Fahrer, aber musste bezahlen. Ja. Ah, okay. Ja. Auf diesen beiden Eckpfeilern war er 1973 in der Lage, sich so ins Bewusstsein der Ferrari-Leute zu fahren, dass die sagten, Mensch, das ist ein Mann für uns. Ja. Also Tourenwagen, super. Ja. Und Formel 1 macht er eben auch mit einem unterlegenen Auto, macht er einen dollen Job. Und das war also das Sprungbrett, dieses Jahr 73, wo er für uns fuhr im Lehrmasse-Auto für größere Aufgaben. Und da wurde er nächstes Jahr die Nummer 1 bei Ferrari. Ausgezeichnet. Und 75 war er Weltmeister. Ne? Ja, ausgezeichnet mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein. Also der hat ja wirklich, und das muss man natürlich auch, aber immer so extrem an sich geglaubt, dass er sich bis über beide Ohren eigentlich verschuldet hat. Ja. Was Sie gesagt haben, alles Geld zu BRM geschaufelt hat, weil er wusste, er wird irgendwann den großen Durchbruch schaffen. Was ja beeindruckend ist. Ja, das war diese Leidenschaft für den Rennsport. Man muss sicherlich für den Rennsport brennen. Ja. Ja, man muss so sein. Ja, denn das ist ja kein Zuckerlecken, was man da macht. Und in den Jahren war es das schon gar nicht. Das war ein Spiel mit hohem Risiko. Mhm. Jeder wusste das. Und ein Lauda war eben so gepolt, der ließ Privates hinter sich, Familie, das war ihm alles egal, er wollte seinen Erfolg. Ja. Ich erinnere mich noch gut an diesen düsteren Tag 1976 beim Großen Preis von Deutschland. Ich habe das noch genau vor Augen. Ja. Also diese Situation, dass 100.000 Leute da bei Start und Ziel fiebern, dass Formel 1 Feld fährt los, Jochen Maas an der Spitze, weiß ich noch wie heute. Und nach der zweiten Runde kam das Feld nicht mehr wieder. Wir müssen sich da mal reinversetzen. Da sind 100.000 Menschen auf den Tribünen allein bei Start und Ziel. Und es wird plötzlich ganz still. Die Leute fragten sich, also, was ist los? Lautsprecher, keine, ja, wir wissen auch nicht, was los ist. Ja? Und diese Leuchtanzeige, die also immer den Stand des Führenden deutlich macht bei Start und Ziel, die punktete bei einem an einer Stelle am Bergwerk. Und das war also so, dass Niki Lauda da verunglückt war und das ganze Feld parkte hinter ihm. Ja. Es kam also kein Auto wieder. Ich stand damals an Boxen
schon meinen Anzug an, weil wir nach dem Formel-1-Rennen den Lauf zur deutschen Rennsportmeisterschaft fuhren. Ich mit dem Carrera, hatte also Anzug, ich weiß ja doch wie heute. Und es war ganz still und jeder fragte sich und einer guckte den anderen fragend an und sagte, was ist denn hier los? Ein Rennen, wo kein Rennwagen wiederkommt. Was muss denn da Schreckliches passiert sein? Da kommt ja sofort so eine Ahnung auf. Ja. Und das Fanal war, dass man so in nordwestlicher Richtung, so 5 Kilometer weg, stieg plötzlich eine schwarze Rauchwolke auf. Und da wusste jeder, also es muss was Grauenhaftes passiert sein. Und das war kilometerweit weg von der Stelle, wo ja, Sie fünf waren. Kilometer, 5 Kilometer Luftlinie, ungefähr, Luftlinie ne? weg ja. am Bergwerk. Ja. Ne? Und das war denn da, ne? Das war der Lauda-Unfall. Und wie Lauda saß mittendrin? Das war ein Tag, der mir noch wirklich im Bewusstsein klebt, weil er wirklich Wahnsinn war. Und das war so widersinnig, auch nur aus der Zeit zu erklären, kann heute sich keiner mehr vorstellen. Huschke von Hahnstein gehörte damals zu denen, die also die Rennleitung bildeten. Und nach dem Formel-1-Rennen rief er uns also zusammen, sagte, ist nochmal eine Fahrerbesprechung. Ja, und da standen die Fahrer, alle Heyer und Bolleck und wie sie alle hießen, die da fuhren. Standen wir da alle rum und er sagte, ja, also das mit dem Niki ist nicht so schlimm, ich habe mit ihm gesprochen, das ist also alles halb so wild. Also, sicherheitshalber haben sie mit dem Hubschrauber nach Ludwigshafen geflogen, aber alles okay, also ich habe mit ihm gesprochen. Ich wollte aber darauf aufmerksam machen, sagte er, die Kurve am Bergwerk, die Rechtskurve, da ist die linke Seite, da hat es gebrannt und da ist Löschschaum und Öl und Flüssigkeiten. Ihr müsst sehen, dass er die Kurve auf der rechten Seite, das ist eine Rechtskurve auf der rechten Seite einfahren. Ihr müsst noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Muss man sich also an sowas mal vorstellen. Ja, Wahnsinn, ne? Heute würde es sofort abgebrochen. Ja. Und aus Sicherheitsgründen, ich meine, da war der Asphalt in Brand, wenn man sich diese Feuerwolken heute in den Filmen erkundet, was da los war. Ja. Da kann man doch nicht ein Rennwagenfeld rüber schicken, über diese, das haben sie gemacht damals. Ne? Ist danach noch was passiert? An der Stelle ist da jemand rausgerutscht oder hat sich jeder... Nö, ich habe das auch nicht mal miterlebt, weil ich in der ersten Runde schon in der ersten Kurve in eine Massenkollision verwickelt war. Mir fuhr einer in eine Seite und dann stieß ich gegen wen anders. Dann waren gleich einmal 5 Massenkollisionen zu viel. Ja, waren so 5 Autos, die zusammenstießen in der ersten Kurve. Und da war ich dabei und deshalb bin ich an der Stelle gar nicht mehr vorbeigekommen. Und der Huschke von Hahnstein, das hat er gemacht, einfach um für Ruhe zu sorgen und um sie zu beruhigen. Der hat ja nicht mit Niki Lauda gesprochen. Niki Lauda ja, doch, er hatte wohl gesprochen mit ihm. Er war in Adenau im Krankenhaus. Lauda brachte man ja zuerst nach Adenau ins Krankenhaus. Genau, und, ja. Und dann hat man gesagt, also das ist so, das können wir hier gar nicht behandeln. Und da ist wohl Huschke, das weiß ich nicht mal hundertprozentig, aber gehe davon aus, dass er da war und hat möglicherweise mit ihm gesprochen. Also kann mich nicht verbürgen. Er hat es zumindest behauptet. Na gut, wir werden es nicht mehr lösen können. Das war natürlich auch eine Sache, um uns ruhig zu stellen. Ja klar. Wahrscheinlich hat er das Gleiche auch bei den Formel-1-Leuten gesagt, denn das Rennen, das dann stillstand, wurde ja auch nochmal neu gestartet. Auch über diese Stelle. Verrückt ist, ne? Ja. Und der Formel 1 Grand Prix wurde ja neu gestartet. Und ich nehme an, da war auch eine Fahrerbesprechung, wo er dann gesagt hat, so und so. Ja. Ich muss noch eine Frage stellen zu dem Alpina-Chef Burkhard Bovensiepen und der Lauda-Zeit. Also es gab immer viel Stress zwischen Bovensiepen und Lauda. Aber einmal lag Lauda beim 24-Stunden-Rennen vorne und mit so weitem Abstand vorne, dass der Bovensiepen gesagt hat, wir machen nochmal das Auto schön. Es war die Zeit, wo es Mode wurde, dass man Funkgerät im Auto hatte. Das war ja ganz neu, ne? Was ganz Neues. Ja. Bovensiepen hatte das natürlich. Ja. Das Funkgerät funktionierte zwar nicht an allen Stellen, ist nur überspringen. Wenn also Wehrseifen runterfuhr nach Adenau und da hinten rum hinter den Bergen verschwand, dann ging das nicht. Aber an bestimmten Stellen hatte er Verbindung zu seinem Piloten. Und Bovensiepen funkte also den Lauda an und sagte, Niki, du kommst noch mal rein jetzt. Wieso das denn? Und er sagte, wir wollen das Auto waschen lassen. Lauda denn, seid's deppert geworden, ja. Du tust, was ich dir sage, funkte der dann wieder dagegen. Ich glaube, das sind Sprüche, die Lauda gerne hört. Ja, das ist sowas. Dann wieder Lauda dran und man muss sich alles vorstellen, der Lauda saß ja da drin. Auf 180, nicht nur im Auto. Nicht spazieren, sondern der früher rennen. Ja. Und dann sagt der Lauda, also gut, wenn es unbedingt sein will, aber Burkhard, ich verlange, dass ich das Startgeld kriege und das volle Preisgeld, wenn das Auto nicht mehr anspringt.
Und das war ja auch ein Risiko, ein Auto an die Box fahren zu lassen und das kalte Wasser da rum, es hätte ja sagen können, oder auch ohne Wasser, es hätte ja sagen können, dass das Ding nicht mehr anspringt. Platz, ne? Ja. Und das ist ja immer ein Risiko gewesen beim Boxenstopp, Anlasser, irgendwas. Ja. Und diese Erniedrigung, die hatte sich Bubo Burkhardt-Bovensieb natürlich ausgedacht, weil an zweiter Stelle der Werksfocht lag, ja, von Focht Köln, damals mit den Capris waren die ja richtig, die waren ja wer, ja. Und die lagen nun also zwei Runden zurück, ja. Und Bovensieb hatte sich nun diese höchste Form der Erniedrigung ausgedacht, dass er also sein Auto halten lässt und waschen lässt und dann losfällt und gewinnt immer noch. Die Aktion hat dann nicht stattgefunden, weil also die vernünftigen Leute bei Alpina wie Indra und Hack, die haben gesagt, ja. Burkhardt, also lass das mal sein. Nun fahren wir hier 24 Stunden und so ein Risiko, lass ihn durchrollen. Ja. Mhm. Das hat er dann auch gemacht. Ja. Aber das waren so diese kleinen Ideen von Bovensieben. Ist schon ein besonderer Typ. Eigener Typ. Und dann gab es noch mal was auch... Wo auch der Bovensieben sich durchsetzen wollte, das hat auch nicht geklappt. Da gab es eine kleine Teamorder zwischen Lauda und Stuck. Ja, das war in Diepholz. In Diepholz war Lauf zur deutschen Rennsportmeisterschaft, Flugplatzkurs. Und das Besondere da war, Lauda fuhr den großen Preis von England. Der fiel immer auf einen Samstag. Damals fuhren in England, wurden nicht Sonntagrennen gefahren, sondern samstags. Sonntag wird Tee getrunken. Ne, so war das, ja. Lauda trainierte also Freitag hier und da und dann wurde hin und her geflogen und Jägermeister bezahlte ihm einen Flieger, so eine kleine Propellermaschine, eine Piper, und die holte ihn da ab. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er fuhr, Brands Hatch oder Silverstone oder wo, das war jedenfalls ein großer Preis in England. Und er landete also morgens in Diepholz, man muss sich das mal vorstellen, ich sehe das Bild noch vor mir, mit Strohballen waren da so Schikanen aufgebaut und man räumte also diese Strohballen weg. Und dann landete dieses Flugzeug mit Lauda und Kranefuß war da, der Rennleiter von Ford, noch an Bord. Sonntagmorgen vielleicht so um 9 oder 9:30. Und vor der Startaufstellung, Lauf zur deutschen Rennsportmeisterschaft, kam Stuck denn also und sagte, Niki, du weißt doch Bescheid, wir machen das übliche Spiel, du führst denn und dann... ich muss ja gewinnen wegen der Punkte. Und der Lauda war sowieso angefressen, weil das wahrscheinlich in England, ich weiß nicht, Platzierung, aber wahrscheinlich war er ausgefallen mit dem BAM, da hat er sowieso viel Ärger. Ja, ja. Der war sowieso hier oben satt und der mit dem kleinen Flugzeug rüber. Und der sagte zu ihm, bei mir gibt's nix mit irgendwelchen Besprechungen, bei mir gibt's nur Vollgas. Hans ganz erstaunt, ja, ist ja gut, toll, machen wir das, ja. Und dann sind die beiden da auch schön kämpfend um den Kurs gezogen. Damals setzte das Werk, BMW-Werk selber, Werkswang ein, 3-4, Stuck, Quester, Hesemanns, aber richtig gute Jungs, Chris Amon und wer da alles fuhr. Und Bovensieben war also der Konkurrent des Werkes. Und er hatte eine Erfindung gemacht, sage ich mal, in Häkchen-Erfindung. Er hatte seinen BMW Alpina mit einem Flügel versehen. Die BMW-Werkswagen hatten das zunächst noch nicht. Und das war ja auch der Grund, weshalb der also so wahnsinnige Runden hin, weil er super Abtrieb hatte. Ne? Und ehe die Werkswagen soweit waren, dann vergingen eben mal so 14 Tage, 3 Wochen, ehe die das dann auch raus hatten und dann auch mit Geflügel auf die Rennstrecke kamen. Ne? Alpina ging ein weiteres Wagnis ein und bohrte den Motor auf 3,6 Liter. Die BMWs hatten nur 3,3 und 3,4 und Bovensieben ging gleich aufs Volle. Ja. Mhm. Und die Motoren hielten sogar. Und das hat BMW zuerst nicht gewagt, ja, diese Weiterentwicklung. Wir hatten sich wohl so vorgestellt, wenn wir jetzt da gleich hochgehen und dann fallen da zwei Autos aus, ist für ein Werk nicht so die gute Reklame. Ne? Das wollten sie erst richtig erproben. Mhm. Und Alpina hat das Risiko akzeptiert und Lauda so losgeschickt und hat funktioniert. Ne? BMW damals mit dem Übermotorenmenschen Paul Rosche noch. Ne? Ich fuhr ja bis 1978 Porsche. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass ich Porsche-Autos fahren, es war gar nicht einfach. Die waren sehr diffizil am Heck, ja, waren diese, also Heckmotoren. Dann
Geradeauslauf, also ab 250, 260, so ein Porsche lief nie geradeaus, sondern der bewegte sich immer so ein bisschen schwankend hin und her. Also daran musste man sich gewöhnen und da gab es ja richtige Spezialisten, die mit so Carreras und mit diesen Heckmotor-Porsches also saumäßig gut umgingen. Deshalb mich reizte nochmal eine neue Herausforderung und ich fuhr 1979 BMW. Mhm. Und zwar hatten wir einen Vertrag geschlossen mit einem Team in Freiburg, GS, und dort fuhr Markus Höttinger. Markus Höttinger war Werksfahrer bei BMW und BMW gab also diese Werksfahrer zu bestimmten Teams. Er war ein Österreicher, sehr jung, 22 Jahre alt, ein wahnsinnig schneller Mann. Also ich fuhr in diesem Team, der eine war Markus Höttinger, 22, und der andere nicht viel älter war Hans-Georg Bürger. Die Tragik lag darin, ich war damals also 79, wie alt war ich da? 41 Jahre alt, 40, 41 wurde ich in dem Jahr. Und die beiden waren so halb so alt wie ich so ungefähr, sage ich mal flapsig. Ja? Also waren die 20er, Twins. Und beide sind tödlich verunglückt im Jahr darauf und beide in Formel-2-Rennwagen. Aber was ich 1979 mit denen erlebte, das war schon ungeheuer. Erstmal war es spaßig, ja, wenn die mit Opa also rennen. Wir waren ein gutes Team. Ja? Wir haben viel Freude gehabt. Es kam also das 1000-Kilometer-Rennen ran auf dem Nürburgring im Mai 1979, Weltmeisterschaftslauf. Und mich rief also der BMW-Rennleiter an und sagte, der Dieter Stapper sagt, pass mal auf, also wir haben bei der FIA versprochen, dass wir punktuell die Markenweltmeisterschaft bestreiten, aber wir haben kein Auto und wir haben auch keine Kapazität. Aber wir können dir nur anbieten, du kriegst also einen Motor und alles, was du brauchst. Und wir besorgen dir entsprechend einen Reifen. Und du kannst dir einen von unseren Fahrern aussuchen. Und dann fährst du WM, 1000 Kilometer in Nürburgring. Ich sage, ja, ist in Ordnung. Ich sage, den nehme ich am liebsten, Hans-Georg Bürger, mit dem bin ich sowieso im Team. Ja, war in Ordnung, so. Er kam also zum Nürburgring am Donnerstag vor dem Rennen. Und der Hans-Georg setzte sich in das Auto rein, in den 320, und knallte da eine Zeit hin, 807. Man muss wissen, der Rekord von Stuck gefahren war bei 801. Der Bürger hatte noch nicht mal ganz soft, noch nicht mal die weichsten Reifen drauf. Also der kam, das war Stuckniveau, was der Bürger da fuhr. Und da habe ich mir so überlegt, da Mädchen, Kinder, wie willst du an solche Zeiten rankommen? Ich sage, pass mal auf, Hans-Georg. Ich habe mir das überlegt, wir nehmen noch einen dritten Mann rein. Wir beide wollen noch das Ding. Ich sagte, es war ja erlaubt, drei Fahrer, ja. WM-Lauf, 1000 Kilometer, war erlaubt. Ja. Mhm. Und dann fasste der mich hier so am Pullover und rüttelte und sagte, pass auf, du und ich, wir beide fahren dieses Rennen und kein dritter Mann kommt dazu, wir beide fahren das. Ich dachte, na gut, wenn es unbedingt sein will. Und ich bringe dich auf Vordermann. Und muss ich mal sagen, ich kannte Nürburgring schon sehr, sehr gut. Ja, ich bin so viele Rennen da gefahren, bestimmt davor schon 30 Rennen und habe 1000 Runden da. Also ich bildete mir ein, die Nordschleife zu kennen. Aber dann kam die Feinarbeit, die er dann dachte. Das ging dann so. Und dann sagte er, Hatzenbach, du weißt doch, der Rechtsbogen da unten. Du fährst also bis zu dem Schild und dann ziehst du rein, voll stockvoll im fünften. Naja, so erzählte mir der alles von den Feinheiten der Profis, der Superprofis, die nenne ich mal so, obwohl sie keine Berufsfahrer waren, aber der Superkönner. Und ich kam dann im Training an diese Stellen ran und dachte, Mensch, da musste ich doch vertan haben. Ja, da hob sich schon aus Selbsterhaltungstrieb der Fuß. Ja, da habe ich erst mal gemerkt, wo der Unterschied ist zwischen gut und sehr gut. Ja, also das war schon was, ja. Ich konnte mich natürlich bei ihm darauf verlassen, dass das auch stimmt, was er sagt. Ist ja auch sowas, ne? Das war auch sowas, ja. Ich habe früher Fahrer gefragt, sag mal Sepp Greger zum Beispiel, erinnere ich mich. Ich sage, der Bogen da hinten, geht der voll oder nicht? Da sagte der, versuch's doch mal. Ja. Also dagegen ist ja, um diesen Ausflug in die Jetztzeit mal zu wagen, Rennfahren relativ einfach. Ja? Du hast einen Laptop und guckst drauf und dann sagen, da fehlen 300 Touren, da musst du an der Stelle sein, dann fährst du so rum. Viel, viel einfacher als früher. So, ja. Die können sich da alle rantasten. Das war ja früher, das war ja eine Gefühlssache. Ja? Jeder weiß, und was eine geht. Sache des Muts und der Begabung. Also schwierig. Also Bürger und ich fuhren also dieses 1000 Kilometer rein und hatten also vorher
geistig trainiert, ja, die Strecke durchgegangen in jedem Meter. Und ich habe viel gelernt. Und in diesem Rennen bin ich so exzessiv gefahren, wie wahrscheinlich nie zuvor. Ja. Und er legte dann auch so rigoros fest, wir fahren so Zeiten, diese schnelle Zeit, von der ich erzählte, 8.07, die war er gefahren mit einem sehr leichten Auto. Also da waren noch nicht diese Stempel drin, also diese die Hebeanlage. Hebeanlage, ja. Und nicht der große Tank vollgefüllt. Und also da war noch entsprechend ein leichtes Auto und mit weichen Reifen. Ja. Und mit länger haltenden Reifen, Medium. Und so hatten wir uns dann eingeschossen auf so eine Zeit zwischen 8.17 und 8.30. Ja. Und ja, also ich bin dann Runden gefahren um 8.28, 8.29, 8.27, das war dann aber schon das Äußerste. Und das war für mich also ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja. Also und da legt er dann nochmal 10 Sekunden drauf. Ja, das ist dann nochmal, das bedeutet dann mal bei 22 Kilometer, der nahm mir dann auf einen Kilometer, nahm er mir 5/10 ab. Das ist ja eigentlich ist nichts, aber im Racing-Bereich ist das eben. Macht das dann schon was aus. Und dann ist es ja noch so, dass die manchmal viel schonender fahren. Ne? Ja. Die Reifen halten länger, die verbrauchen teilweise weniger Sprit und keiner weiß, wie sie es machen. Ja, ja, ja. Also wir haben dieses Rennen dann gewonnen, obwohl Hans-Georg Böhrer, das war ein sehr aggressiv fahrender Mann, der hatte auch eine Kollision noch im Rennen. Einmal kam er denn an, irgendwann in der 23. Runde oder irgendwann, ganze Front macht die gerissen, ja. Dann haben die mit Isolierband da rumgeklebt und dann schon wieder ab, ja. Und wir haben dieses Rennen dann gewonnen. Wir haben diese Weltmeisterschaftswertung gewonnen. Wir haben die 2-Liter-Kategorie gewonnen, obwohl da, also es waren Startaufstellungen, weißt du, Röhrl Patrese, ja, Nietzwitz Heyer, ja, da war also Ertel Lammers, ja, war richtig, um uns rum war richtig Betrieb, ja. Warum ist er jemandem hinten reingefahren? Er ist in der Fuchsröhre, das ist ein sehr schnelles Bergabstück, volle Pulle, fünfter Gang voll, was geht, ausgedreht bis da und dahin, also eine Extremstelle. Da ist er einem Porsche hinten drauf gefahren. Der Fahrer hieß Schütz, werde ich nicht vergessen. Der kriegte plötzlich einen furchtbaren Schubs von dem. Ich sage, wieso war das denn nötig, sage ich zu Hans-Gerald. Der stand im Wege rum, sagt er. Man muss sich was für eine Geschwindigkeit sich das da abspielt. Ja, da unten im Loch drin in der Fuchsröhre hast du wahrscheinlich 270 drauf oder so. Und nebenbei nur Bäume damals. Das Bäume links und rechts, ja. Das ist ja eine, ja. Gute Zeit. Und dann kamen die erfolgreichsten Jahre von Ihnen eigentlich mit Stuck. Für Stuck hatte ich immer ein Faible, schon für den Vater. Als ich im Bunker saß im Krieg, ja, ich hatte so ein kleines Auto-Union-Auto. Der Bunker zitterte und draußen hörte man die Explosionen der Bomben. Und wir waren sicher in diesem Betonklotz. Und wir hatten so ein Spiel der Nürburgring. Ja. Das war so eine Platte aus Pappe. Man würfelte so 2, 3 und dann vor und dann wurden so kleine, aus Blei wahrscheinlich waren die so kleine, ein rotes Auto war Alfa Romeo, Silber, okay. Mercedes, Auto in der Rumischung. Da hatte ich das erste Mal so ein Faible für Auto Union und für eben dann auch für diesen Fahrer Stuck. Ja, Stuck Junior, Stritzel, war natürlich so ein Sunny Boy, auf den Deutschland gewartet hatte, ja. Jahrelang nach dem tödlichen Unfall von Trips hatten wir keinen Favoritenfahrer mehr in der Formel 1. Mhm. Und mit jedem, der da neu auftauchte, hatte man gehofft, würde es werden, aber es wurde nichts. Und nun also Stuck. Und Stuck in der Formel 2 war eigentlich der Winner-Typ und er gewann auch. Und heute noch bei den Motorsportfans im Bewusstsein verankern sind seine Siege in Hockenheim. Der hat ja 8-mal in Hockenheim gewonnen in der Formel 2, ja, in den Jahren 74 bis 78 oder in dieser Zeit. Ja. Also er war der König von Hockenheim. Und dieses Abschießen von Raketen, wenn das Feld ins Motodrom einbog, das ist eine Erfindung, die damals auf Stuck zielte. Ja, man war begeistert, wenn Stuck kam. Ja, das war die Raketen, die man später bei Schumi zündete. Schumi, ja, genau, das, ja. Das war das erste Mal so, habe ich das erlebt, wie Stuck fuhr und gewann in Hockenheim mit dem orangefarbenen Auto. Und Hans war eben
oder ist eben so eine Figur, die integrieren und begeistern kann. Ja. Allein wie der sich freuen kann. Dann springt aufs Autodach und dann küsst er das Auto und dann jubelt er und dann schwenkt er die Pokale. Und das ist eben, er war ein Star, aber er war auch einer fürs Publikum, ja, der begeistern konnte. Und ja, das sind natürlich schon Voraussetzungen für eine populäre Figur. Das war er natürlich. Dass er dann nachher in der Formel 1 nicht so richtig nach ganz vorne kam, ja, das war eine Tragik. Nee, Tragik will ich nicht sagen. Das war für ihn sicher auch eine schwierige Erkenntnis. Er fuhr ja dann bei Brabham. Da war er zweimal Dritter, stand auf dem Treppchen. Aber sonst hat er ja immer nur Autos gehabt. Ja, die March-Autos waren nicht konkurrenzfähig. Später ATS und was er hatte, das war alles nichts. Und es war eigentlich ein kluger Schritt, dass er dann irgendwann sagte, ich glaube, es war 79 oder 78, dass er sagte, also mit der Formel 1 ist jetzt vorbei. Und er konzentrierte sich dann auf Tourenwagen, fuhr 320er, hier weniger, ganz überragend und fuhr eben später Porsche. Und als er zu Porsche kam, das ist jetzt keine üble Nachrede, es ist eine Tatsache. Im Gegensatz zu Lauda, der einer war, der sein Auto durchdenken konnte und weiterentwickeln konnte, war Hans einer, der sein Auto nicht top abstimmen konnte. Hatte auch keine Lust dazu wahrscheinlich. Also, das hat er dann bei Porsche lernen müssen, weil die also Testfahrten machten in Weissach und so. Und dann erst wurde er einer, der mit seinem Auto arbeiten konnte, sage ich mal, nicht? Der es weiterentwickeln konnte und es abstimmen konnte. Das hat er vorher nicht gekonnt. Das war sicherlich auch ein Nachteil in der Formel 1, denn das Vorbild Lauda machte natürlich nachher Schule und das haben viele so gemacht. Mhm. Ob sie erfolgreich waren oder nicht, ist eine andere Sache, aber diese Denker reinzubringen, das musste auch Hans erst lernen. Und das wurde bei Porsche dann ausgeprägt auch von ihm verlangt und das hat er noch gut gemacht. Und er hat eine tolle Karriere gemacht, Sportwagen-Weltmeister und DTM-Champion. Er hat ja alles gewonnen, er hat Le Mans gewonnen und alles. Ja. Und war immer der größte Publikum. Und er war immer eine Figur, die beim Publikum gut ankam. Und das ist das, was heute so ein bisschen fehlt. Immer Horrido, gejodelt und so. Ja, unnahbar war er nie. Ja, immer freundlich und eine super Figur. Ja. Waren Sie mal Opfer einer seiner berühmten Streiche? Das hat er so bei mir nicht so richtig gewagt. Ja. Ich war ja. Der mit dem Geld. Ich habe natürlich viel erlebt, aber mir selber hat er keinen gespielt. Es war natürlich bei Hans oft grenzwertig. Ich habe mal erlebt, wir saßen beim Frühstück. Es gab den sogenannten Bielstein-Bus. Bielstein war so ein Stoßdämpferhersteller. Mhm. Hugo Emne und seine Frau Sibylle waren sozusagen die Seele im Fahrerlager, weil die in den 70er Jahren waren die Ersten, die so einen Bus hatten, mit so einer Art Café hinten dran. Ja. Mhm. Café Emstein nannte man das. Ja. Da konnte man also sitzen und Erdnüsse und Kekse essen und Kaffee trinken und sowas. Gab es ja nicht. Sonst musste es ins Sporthotel gehen auf dem Nürburgring oder auf dem Flugplatz. Keiner hatte ein Wohnmobil mit Hospitality-Zelt oder so. Das gab es noch nicht. Insofern, also bei Emnes war man also privilegiert, wenn man da sitzen durfte. Das war das eine, aber das war das Stück auch völlig egal. Ich erinnere mich an ein Frühstück im Hotel und der Hans war wieder auf seinem Schelmentrip und warf mit Eiern, mit gekochten Eiern, ja, einfach so durch den Saal und den aß er so weiter und dann so hat er wieder ein Ei geschmissen. Und das eine Ei traf also Sibylle Emne, die eine helle Lederjacke anhatte, ja. Hier so, ne, an der Schulter. Ja, also das war natürlich schon was. Also diese Späße, ja, und auch den Bovensiepen haben sie denn ins Schlafzimmer lauter Gänse gesperrt mal. Ja, die haben alles vollgeschissen da. Das war ja eine furchtbare Schweinerei, ja. Aber andere waren ähnlich. Ich erinnere mich an Helmut Kellenos, ja. Wir sitzen also an einem Tisch im Martini-Zelt. Das war so eine Hospitality, da ging es ja dann so langsam los. Ende der 70er, dass große Firmen solche Feten machten. Also wir saßen im Martini-Zelt, irgendwelche Manager am Tisch und alles Mögliche. Und er sagt da, ihr wisst ja, dass ich zaubern kann. Da haben wir gesagt, du kannst zaubern, Herr Kellner, Sie können zaubern. Ja, ich kann zaubern, sagt er. Ich könnte jetzt zum Beispiel
Da war natürlich auch schon ein bisschen angetrunken. Natürlich, die Rennfahrer. Ich könnte jetzt zum Beispiel also hier die Tischdecke wegziehen und eure Gläser und so, das bleibt alles stehen. Also, klasse. Das wollen wir mal erleben. Und Helmut zieht also die Tischdecke weg und alles fällt durcheinander. Ne? Und rum und alle springen auf und die Hose nass und sowas alles. Ne? Und Kellner sagte, also ich habe vielleicht vergessen zu sagen, der Trick funktioniert nicht immer. Ja, schön. Das sind so Sachen, meine Herren. Gute Sachen, das muss man sich heute mal trauen. Wo Sie gerade sagten, Hospitality und so, ein Rieseneinschnitt anscheinend war, gerade bei diesen Supersportwagen, das war das Team von Walter Bruhn. Erzählen Sie mal so ein bisschen, was das für ein Typ war, weil das muss beeindruckend Walter gewesen sein. Walter Bruhn war oder ist natürlich eine ganz besondere Persönlichkeit. Das zeigt schon, er hat heute keinen Kontakt mehr zum Rennsport. Ich habe neulich mal gesagt, komm doch mal wieder vorbei. Er sagt, nein, ich habe keine Zeit, ich mache nur noch Musik. Den kannte ich ja schon aus der Zeit, wo wir also gemeinsam irgendwo fuhren, Europa-Bergmeisterschaft, Südfrankreich. Und er hatte ja diese Spielautomaten aufgestellt in der Schweiz und hatte da also wohl, was weiß ich, wie viel Lokale. Also er verdiente mit Spielautomaten und mit Gastronomie eine Menge Geld. Und das versetzte ihn in die Möglichkeit, also das GS-Team in Freiburg zu kaufen. Mit allen Mechanikern da. Und taufte das um, Team Bruhn. Team Bruhn, 1984. Er war zuerst als Privatfahrer, war bei Schnitzer gefahren, M1 gefahren, Gruppe 5 BMW gefahren, alles Mögliche. Nun also zwei Stufen höher. Er kaufte 956. 956, 1984. Und wie es so seine Art war, er war nicht Durchschnitt, sondern immer oben Fahrer, Stuck, Bellof, also das Beste, was man kriegen konnte. Uff, ich sag mal, er hat hochgespielt ein paar Jahre lang, ja, und hat in dieser Meisterschaft Maßstäbe gesetzt. Maßstäbe im Gigantismus auch, ja. Wenn ich mir vor Augen führe, in Le Mans hatte der 140 Leute mit für 6 Autos. Und Walti schwebte dann mit dem Flugzeug ein und der Pilot wartete da und also das war schon eine Riesennummer. Und dann übernahm er dieses Euro Racing Formel 1 Team, ja. Und das war sicher eine Nummer dann zu groß, ja. Da ging das dann alles ein bisschen schief. Er hatte auch so Nachtlokale. Ja, dann kamen da so ein paar Geschichten aus dem Rotlichtmilieu. Er war eine schillernde Persönlichkeit, aber eine, über die man natürlich gerne erzählt. Er war wahnsinnig großzügig. Also ich weiß mal, dass ich ins Zelt kam, glaube ich, in Nürnberg, und sagte, Mensch, ihr hattet doch immer so eine schöne Linzer-Tochter. Habt ihr die heute wieder? So eine ganz harmlose Bemerkung. Ja, nein, wir haben keine Linzer-Tochter. Und Waldi kriegte das also mit, dass ich also keine Linzer-Tochter kriegte, und schickte also heimlich seinen Piloten los und er holte Linzer-Tochter. Ja, ich meine, da sind natürlich. Aber mit dem Flugzeug holen. Mit dem Flugzeug hat er losgeschickt. Ja, ja. Im Auto. Ja, Wahnsinn, ja. Also, er stand so an der Rezeption, hatte zwei Frauen, links und rechts, beide immer blond mit langen Haaren, und den Sascha dabei, den kleinen Jungen. Und dann sagte er zu dem Portier da an der Rezeption zu dem Mann, also ich brauche ein Zimmer mit mehreren Betten und ein ganz breites Bett. Sie sehen ja, wir sind zu dritt, und dann ein Kinderbett daneben und so. Ne? Ja, das ist die Umstehenden natürlich völlig konsterniert. Das hat ja überhaupt nicht interessiert. Stefan Bellof ist unter anderem Autos gefahren für Bruhn, der leider sehr früh verstorben ist, auch in so einem Auto übrigens, Porsche 956, ja, in Spa, damals gegen Jackie X. Sie haben den ja kennengelernt, und jeder, der ihn kennengelernt hat, sagt, das war der überragende Fahrer, der auch heute noch Maßstäbe gesetzt hätte, also im Nachhinein wahrscheinlich auf Senna-Niveau. Bellof war sicherlich ein ganz überragender Pilot. Ich erinnere mich an eine Situation am Norrisring. Da wollte er sein Training beenden, und Jägermeisterauto in Nürnberg, und Peter Reinisch, der Teammanager, machte die Tür auf und reichte ihm also diese Tafel rein mit den Zeiten. Und dann stellte er fest, ja, Winkelhock ist schneller, bin nur Zweiter.
Und dann sagt er, na gut, dann müssen wir das in Ordnung bringen. Sagt er, in Ordnung, ja. Und ja, willst du noch mal raus? Ja, wie viele Minuten haben wir noch? Und dann so, sagten die wahrscheinlich 7 Minuten oder so. Na ja, dann los. Und dann zog er das Ding zu, ja, andere Reifen drauf, fuhr raus, fuhr die Bestzeit, ja. Also sowas so aus dem Ärmel zu ziehen, ja. Das war Bellof, ja. Der konnte sowas, ja. Und er wäre natürlich auch ein ganz großer geworden. Das muss man sich ja auch vor dem Hintergrund vorstellen, dass diese beiden, Jackie X und Bellof, die waren ja wie Hund und Katze. Jackie sagte immer, Fritzchen, du musst noch viel lernen, sagte er in Deutsch. Ne? Und der andere sagte dann, Jackie sagte dann, Jakob, um dich fahre ich Kreise. Tja. So, das war so etwa das Klima, was zwischen den beiden herrschte. Ja? Mhm. Jackie, Formel-1-Fahrer, Ferrari-Fahrer, Le Mans-Sieger, ja, obere Schublade, und Bellof ja doch einer, der erst dahin wollte. Ja. Mhm. Da flirrte die Luft zwischen den beiden. Und wenn diese Situation, die kann man da, das ist ja wie im Film, wie im Roman, ja, dass die nun ausgerechnet in dieser schnellsten, in der dramatischsten, in der sensationellsten Kurve der Welt, die es überhaupt gibt auf einer Rennstrecke, da treffen die zusammen. Mit den gleichen Autos? Nein, nicht mal das, sondern das war ja auch schlimmer. X im Werksauto, Rossmanns, und Bellof in einem Privatauto von Brun. Da ist also das Privatauto hat ja immer den Nimbus, dass es schlechter ist. Ja, ja, stimmt. So, diese Konstellation, alles mal zusammengemischt, und dann schießen diese beiden auf die Ecke zu. Das ist ja die Explosion programmiert. Ja. Ja. Also ich will nur nicht behaupten, was ich früher mal gemacht habe. Ich habe mich auch bei Jackie dann mal entschuldigt, dass er da unbedingt Schuld hat. Ich weiß es nicht. Er hätte natürlich, kann man sagen, vom Gas gehen können und hätte ihn passieren lassen können. Aber man darf auch die Situation nicht vergessen. Bellof versuchte, ihn außen zu überholen. Und jeder Rennfahrer, der außen in der Kurve überholt wird, das ist ja nun auch nochmal eine Steigerung der Dramatik. Ja. Wenn er ihn hätte überholen lassen, hätte danach in der Presse gestanden, Jackie X wird alt. Wie sich das so hochbraute, ne? Das war natürlich explosiv. Jetzt haben wir über so viele Rennfahrernamen gesprochen. Es sind noch so unzählig viele Rennfahrernamen mehr, die in Jägermeister-Autos gestartet sind, die Sie in den 40 Jahren kennengelernt haben. Gibt es einen, der Ihnen nachhaltig auf Sie den größten Eindruck hinterlassen hat? Wo Sie sagen, das ist tatsächlich einer, wenn der den Raum betreten hat, dann waren sogar die Motoren kurz still. Naja, wir sprachen von Jackie X, das ist natürlich schon eine charismatische Figur. Mhm. Ne? Und ja, der hat mich schon beeindruckt. Ja, wer sonst? Also Graham Hill natürlich. Und Graf Trips, ja. Deutschen hatten ja immer ein Faible für den Adel, ja, damals noch ganz besonders. Klar. Und er war ein gut aussehender, toller Kerl. Übrigens auch einer, der keine Kondition hatte. Der hatte ja manchmal ein geschmiertes Butterbrot im Auto. Ja, musste das. Ja, der hatte eine Stulle im Auto und wickelte die aus, schmiss Papier weg, aß das Brot. Ja. Das ist so gewesen. Ja. Also keine Vorstellung mehr davon. Ja. Ich lernte also Trips 1960 kennen, als wir in Modena waren, in dem berühmten Hotel Royale Fini. Ja. Und als wir da reinkamen, wir hatten da unser Zimmer, Vater Kurt Ahrens wollte seinem Sohn ein Stanguellini kaufen für die Formel Junior. Und die Firma Stanguellini war damals in Modena. Modena war ja die Hauptstadt des Rennsports. Da waren also Maserati und Scuderia, Centro Sud, Ferrari sowieso und De Tomaso. So. Und da waren wir abends in dem Hotel und das war ein Montagabend, werde ich nie vergessen. Und da kam Trips rein, der kam aus Syrakus. Und da hatte er gerade im Formel 2 Ferrari den großen Preis von Syrakus gewonnen. Und er kam also rein, Enzo Ferrari saß an einem Tisch mit seiner ganzen Führungstruppe und großes Lamento. Und dann entdeckte er uns an dem Tisch da hinten. Er kannte ja weder Kurtchen Ahrens, den Junior, noch mich. Aber den alten Ahrens kannte er natürlich, die sind ja gegeneinander gefahren. Und er kam also an unseren Tisch und dann sagte er zu uns, wir testen morgen in Monza. Ja?
Was habt ihr denn gemacht? Fragt er. Ja, Stangolini ausgelöst. Und sagt er, Stangolini ist ja völlig von gestern. Der hat einen Frontmotor, ihr müsst ein Heckmotorauto haben. So ging das. Und er brachte also die beiden Ahrens zum Grübeln. Und er sagte, übrigens, wir testen morgen in Monza. Kommt doch da mal hin. Und dann ging er zurück an den Tisch von Enzo. Und man konnte das nur so an den Gesten sehen. Der hat sicherlich gefragt, der Enzo, wer sind denn die Leute? Wer ist denn das? Und dann hat der Tripsicher gesagt, ja, das ist der Kurt Ahrens, Senior, der fährt ein 300 SL und die gucken hier nach Formel Junior. Und dann kam so eine Bemerkung von Enzo Ferrari, dass er sagte, der Herr soll lieber einen 250 GT kaufen, dann ist er besser bedient. War sofort, ne? Der Trips wahrscheinlich gesagt, ja, betuchter Mann. Geld, ja, Geld, ja. War sofort der Kaufmann in Enzo geweckt. Und wir sind am anderen Tag nach Monza gefahren. Und das war für mich insofern ein toller Tag. Wir saßen da in der Ferrari-Box. Zur gleichen Stunde trainierte MV Agusta mit den Motorrädern, ja. Muss man sich mal vorstellen. Luigi Taveri, John Surtees, ja, fuhren die mit den Motorrädern rum und Ferrari mit den Formel-1-Autos zur gleichen Zeit. Das war das eine, aber der Ferrari von Trips, der lief einfach nicht. Der zweite Fahrer, der trainierte, war Cliff Ellison und die Autos standen dauernd an der Box und irgendwas wurde gemacht. Das war für mich die Chance, mich zu unterhalten mit Trips. Ja. Und wir haben also geredet und geredet und geredet, weil so viel Zeit war, ja. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, weil es war wie ein langes Interview. Ja. Und er war auch einer, der jedem, der mit ihm sprach, die Scheu nehmen konnte. Er war ein Kommunikationstalent. Er konnte die Leute einschätzen, ja, und war auch nicht von oben herab und hatte ein enormes Fachwissen. Und andererseits aber auch ein Standing. Ja. Ja. Das war einer. Mhm. Das war ein Herr. Ja. Aber auch ein Rennfahrer, ein besonderer, ja, mit einem besonderen Schnitt, mit einem besonderen Gesichtsausdruck. Also Trips war eine ganz tolle Figur, eine Persönlichkeit, die niemanden unbeeindruckt ließ. Ja. Ein Name fällt auch bei meinen zahlreichen Interviews. Sie haben über ihn sogar ein Buch geschrieben, Ferdinand Piëch. Sie sind einer der wenigen, dem er Interviews gibt oder der vielleicht sogar ein bisschen mit ihm befreundet ist. Was ist das für ein Typ? Ich halte Ferdinand Piëch für einen der bedeutendsten Automobilmanager des 20. Jahrhunderts. Und von den 8 Enkeln, die Ferdinand Porsche hatte, nämlich 4 Piëchs, 4 Porsches, ist er aus meiner Sicht der mit Abstand talentierteste. Und bei ihm mischt sich eben diese Besonderheit, dass er ein grandioser Manager ist, das ist er ohne Zweifel. Und er ist außerdem ein vielleicht auch grandioser Konstrukteur. Wenn man ihn fragt, was er für ein Beruf ist, dann sagt er ja auch, ich bin Konstrukteur. Sie beschreiben in Ihrem Buch so anschaulich, wie er an einem Wagen steht, und ich glaube, es ist der Porsche 908, wo irgendwas konstruiert werden soll. Und dann kommt er rein, dann wird ihm der Wagen vorgeführt und dann guckt er sich den an und sagt, nee, der ist zu schwer. Naja, und das war der 909. Ja, und, genau, und da gibt es ja heute noch viele. Linge gehört auch dazu. Herbert Linge, wirklich so ein Urgestein von Porsche. Ferdinand Piëch ließ sich also den 909 vorführen. Das war ein Bergrennwagen. Der wog nur noch 385 Kilo mit 8-Zylinder-Motor. Also das war eine Wahnsinnsrakete. Ja. War gar nicht auf der Straße zu halten. Also da hätte man erst noch Finish verwenden müssen, um das Auto richtig sichtfähig zu machen. Und das war eben seine fixe Idee zu sagen, du baust ein Auto so leicht und so konkurrenzfähig wie kein anderes. Leichtbau, das war ja damals schon so seine Maxime. Ja? Ja. Und das war ja auch richtig. Und er ging also mit Magneten um das Auto rum und wollte sehen, ob sie ihn nicht irgendwo beschummelt haben und noch irgendwo eine Stahlschraube eingesetzt haben oder irgendein Eisenteil ist. Ja? Aber war dann nicht der Fall. Naja, das ist schon eine tolle Type. Und ich bin also dankbar, dass ich in ihm immer mal einen Gesprächspartner hatte. Und der Kontakt nach Salzburg ist auch bis heute nicht abgebrochen. Herr Schimpf, das war ein toller Einblick in die Jägermeister-Rennsport-Historie. Tolle Namen, tolle Geschichten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bedanke mich auch, hat Freude gemacht. Ja. Ganz meinerseits.
Und das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung von euch. Fotos von dieser tollen Werkstatt, Museumshalle von Jägermeister und von Eckart Schimpf findet ihr wie immer bei uns im Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Und in der nächsten Woche treffe ich übrigens Boni, wie er von seinen Freunden genannt wird, Ralf Bohnhorst. Und das wird ein Benzintalk at its best, das verspreche ich euch. Er war Europameister auf dem Beiwagenmotorrad, fährt Autorennen, macht den Luftraum mit seinen Flugzeugen unsicher, leitet die Rennstrecke Motorpark Oschersleben, wo er Schumi immer hat heimlich auf dem Motorrad trainieren lassen und will demnächst den Geschwindigkeitsweltrekord mit dem Beiwagenmotorrad brechen. Und bei dem angepeilten Tempo bekommt jeder Bugatti-Fahrer feuchte Augen. Freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin eine schöne Woche und nicht zu viele Punkte in Flensburg. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.